Mein Name ist Klaus Fischer und ich bin stolz, Familienunternehmer zu sein. Ich bin auch stolz darauf, dass der Name Fischer nicht nur auf Dübeln steht. Tumlingen in den späten 50ern. Hier produziert Fischer seine ersten Dübel. Eine Erfindung, aus der Klaus Fischer ein Weltunternehmen macht. Wir sagen immer, das Unternehmen ist ein bisschen anders wie andere Unternehmen. Und da bin ich eigentlich stolz darauf, dass wir heute mit 5000 Beschäftigten immer noch eine große Familie sind. Dass wir kein Konzern sind und dass die Mitarbeiter auch selbst sagen, wir sind eine große Familie. Eine große Familie, in der jeder ermutigt wird, unternehmerisch zu handeln. Die Innovation können Sie nur schaffen, wenn Sie viele Mitarbeiter im Unternehmen haben, die motiviert sind, die begeistert sind und die Unternehmer sind im Unternehmen. Und deswegen ist auch meine Aussage die, dass wir viele Unternehmer im Unternehmen brauchen. Denn wenn Sie selbst für etwas verantwortlich sind und Sie können es selbst mitgestalten, ist eine ganz andere Motivation, als wenn jemand kommt und Ihnen permanent sagt, das müssen Sie tun oder das müssen Sie tun. Und das ist das Entscheidende. Und wenn Sie in der Zukunft erfolgreich sein wollen, brauchen Sie Menschen, die mitgehen, die motiviert sind, die begeistert sind, die wirklich zum Unternehmer werden. Auf jeden einzelnen Mitarbeiter kommt es an. Das ist Klaus Fischer wichtig. Was auch ein entscheidender Punkt ist, dass die Mitarbeiter da arbeiten können, wo sie ihre Stärken haben und nicht, wo sie ihre Schwächen haben. Und oft werden Mitarbeiter dort eingesetzt, wo sie gebraucht werden. Das ist der falsche Ansatz. Sie müssen da eingesetzt werden, wo sie sehr gut sind, wo sie ihre Begabung haben, dann sind sie begeistert von der Arbeit und man darf viel mehr rauskommen. Mit Begeisterung gestaltet Fischer Zukunft. Bereit für Neues. Häuser werden anders gebaut werden. Und es bedeutet auch, dass andere Baustoffe dann eingesetzt werden. Und wenn andere Baustoffe eingesetzt werden, dass wieder andere Befestigungen geben. Und wenn recycelt werden muss, muss es Dübel geben, die im Grunde genommen komplett anders sind zu den heutigen. Wenn heute der Dübel drin ist, ist er drin im Bohrloch und dann wird er eben mit zum Sondermüll gebracht. Und in der Zukunft wird das anders sein. Fischer ist immer noch ein Gründerunternehmen, wie am ersten Tag. Wir bilden und gründen immer neue Startups. Das sind kleine Gruppen von Personen, die neue Ideen haben und die haben dann die Möglichkeit, die kriegen ein bestimmtes Budget, und haben dann die Möglichkeit, das umzusetzen in den Erfolg. Es reicht nicht aus, sich permanent zu verbessern, sondern Sie müssen das Unternehmen immer wieder komplett neu gestalten, in Frage stellen. Ist der Weg, den wir gegangen sind, ist das der richtige? Fischer schafft Innovation und Erfolge mit einem verlässlichen Partner. Im Jahr 2000 ging das bei uns vom Umsatz her sehr gut nach oben. Ergebnismäßig nicht. Und die einzige Bank, die zu uns gehalten hat, war die BW Bank. Andere Banken, die haben mich zu Hause angerufen, andere sind abgesprungen, weil sie gedacht haben, jetzt geht es bei Fischer nicht mehr allzu lange gut, obwohl das überhaupt nicht der Fall war. Und wir haben eigentlich mit der BW Bank nur gute Erfahrungen gemacht. Gute Erfahrungen. Die macht Klaus Fischer auch mit seinem Führungsprinzip. Und ich habe schon oft auch zu den Führungskräften gesagt, zu den Geschäftsführern, ihre Aufgabe muss es sein, dafür zu sorgen, wenn die Mitarbeiter am Freitag nach Hause gehen, dass sie sich wieder auf Montag freuen. Wenn ihnen das gelingt, dann haben wir ganz viel erreicht. Bereit für Neues.